Mobiliar im Mini-Format, Zeichnung und Spielsachen. Hier beginnt der heutige Tag für Musikpädagogin Angelika Mees. In der Kindertagesstätte Sellerhausen sucht sie nach Stimmen, nach Knabenstimmen. Denn sie ist so etwas wie der Talentscout des Thomaner-Chors. Ich flog mir um meine Nase rum. Während des Geschichteerzählens merkt man ja, wie schnell ein Junge das aufnimmt, wie er dabei ist von der Aufmerksamkeit. Und dann achte ich natürlich vor allem auf die Stimme. Also gerade mit diesem kleinen Hund nachmachen oder auch das Echo rufen, da kristallisiert sich relativ schnell raus, ob das jemand schnell übernehmen kann. In mehr als 5 Jahren hat die Pfälzerin tausende Jungen singen gehört. Oft weiß sie schon in den ersten Minuten, wer musikalisches Talent besitzt und wer nicht. Für den weltberühmten Knabenchor rekrutiert sie nur die Besten. Man sieht diese Jungs und man hat einfach ein Gefühl, Empathie, was auch immer, wo man denkt, könnte dieser Junge jetzt die Seele, nenne ich es mal, dazu haben, wirklich mit dieser hellen, feinen Stimme zu singen. Bei Joshua, Sebastian und Leon Oliver ist sie etwa eine halbe Stunde. Sie spricht mit ihnen, lässt sie Geräusche imitieren, Kinderlieder singen und weiß schnell, wer zurück darf zum Spielen und wer bei ihr bleibt. Diesmal ist es der 6-jährige Joshua. Er hätte das Potenzial, um diesen Weg zu starten bei den Thomaner Anwärtern. Wir bilden die ja 3 Jahre lang aus, dass sie dann wirklich für den Chor gut passen. Ich denke, es ist zumindest lohnenswert, diesen Weg zu starten, weil er einfach wunderschön die Töne übernommen hat. Meine Mama singt mir abends immer ein Gute-Nacht-Lied. Darf ich mir dann selber aussuchen, welches? Muss der kleine Killifisch auch zur Schule gehen? Ihr heutiger Einsatz war erfolgreich. Das ist aber nicht die Regel. Oft verlässt sie die Einrichtung, ohne einen Brief übergeben zu haben. Doch bis zum Schuljahresbeginn im Herbst müssen 20 Jungen für die neue Klasse gefunden sein. Auch bei 180 Kindereinrichtungen in Leipzig ist das keine leichte Aufgabe. Für den Jahrgang 2013 fehlen ihr noch 4. Vielleicht wird Joshua ja einer von ihnen.